Sie sehen jetzt hinter mir eine Arbeit von Forensic Oceanography und Forensic Architecture, die sich in diesem Video mit der militarisierten Grenzregion im Mittelmeer beschäftigen. Ganz konkret geht es um einen Fall, der sich am 6. November 2017 ereignet hat, als während einer Rettungsaktion 20 Flüchtlinge ums Leben gekommen sind. Und Forensic Oceanography versucht, die Ereignisse an diesem Tag zu rekonstruieren. Sie haben dafür Videodaten ausgewertet, Satellitenbilder, Geodaten, aber auch Augenzeugenberichte. Und die Rekonstruktion, die Videorekonstruktion dieses Ereignisses können wir eben hier nachvollziehen. Es geht in dem Video darum, wie eigentlich Staaten nicht in der Lage sind, mit der Flüchtlingskrise umzugehen. Das geht natürlich einmal, gilt einmal für die Herkunftsländer, die wirtschaftliche, politische, soziale Extremsituationen haben, wodurch es zahlreiche Flüchtlinge gibt, die fliehen müssen. Das ist natürlich auch ein Problem der EU, die keine humanitäre Lösung für die Flüchtlingskrise findet. Aber das sind natürlich auch die Länder, die eben in gerade der Grenzregion aktiv sind, da Grenzkontrollen durchführen, wie beispielsweise die libysche Küstenwache, die vermehrt Gewalt gegen Migrantinnen und Migranten einsetzt. Und wir haben im Zuge von auch von unserem Debatorial eine Podiumsdiskussion zu der Flüchtlingskrise geführt. Daran teilgenommen haben Professor Dr. Daniel Thüm von der Universität Konstanz, Nina Perkowski vom Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Hamburg und Mattea Weihe, sie ist Pressesprecherin von Sea-Watch. Und in dieser Diskussion wurden Fragen zur aktuellen Situation in der Flüchtlingskrise, zur zivilen Seenotrettung, aber natürlich auch die Pandemie und die Flüchtlingskrise reflektiert. Sie können das gesamte Video in unserer Mediathek schauen und wir haben für Sie einige Ausschnitte ausgewählt, die wir Ihnen jetzt zeigen werden. Es hat wahrscheinlich zwei Ursachen. Die erste Ursache ist, dass es ganz einfach in dieser Welt sehr viel Not, Elend, Flucht gibt, aber speziell natürlich auch in den Ländern in der südlichen Nachbarschaft der Europäischen Union sehr viele wirtschaftliche Probleme, Perspektivlosigkeit, Bevölkerungswachstum und all das sind Faktoren, da wissen wir von der Migrationssoziologie, dass das Elemente sind, die dazu führen, dass dauerhaft sehr viele Menschen auch versuchen werden, nach Europa zu kommen. Das heißt ganz einfach in den Herkunftsländern. Wegen Flucht, wegen wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit werden auf Dauer sehr viele Leute kommen. Das heißt, das Problem wird nicht verschwinden. Aber die zweite Ursache führt dann zurück zu den Europäern. Und warum wir es nicht gebacken kriegen, sozusagen eine Flüchtlingspolitik aufzubauen mit Seenotrettung, aber auch mit funktionierenden Asylverfahren, funktionierenden Rückführungen für diejenigen, die keinen Schutz haben. Und da hatte ich vorhin schon gesagt, dass das wahrscheinlich eine Ursache ist, warum die Staaten derzeit eher auf Abschottung setzen, weil sie das Gefühl haben, wenn die Leute erst mal kommen, dann bleiben sie ohnehin hier. Wir kriegen auch innerhalb Europas keine vernünftige Verteilung hin. Also die Unfähigkeit der Europäer, ein funktionierendes Asylsystem aufzubauen, zu dem dann natürlich auch eine funktionierende Seenotrettung gehört, das ist wahrscheinlich eine zweite Ursache. Allerdings gibt es da noch eine dritte oder eine andere Interpretationsmöglichkeit, warum es die Europäer nicht wollen. Und das ist dann das, was vorhin auch schon angesprochen wurde, Rassismus, Ablehnung von Fremden, Ablehnung auch von Menschen, die Schutzbedarf haben. Das ist sicher auch eine Erklärung, aber ich denke, es ist nicht nur dieses Element, sondern es ist dann eben auch die interne Unfähigkeit der Europäer, einfach sich auf eine funktionierende Asylpolitik zu verständigen. Da gibt es eine ganze Menge, würde ich sagen. Also die Europäische Union hat eigentlich über die letzten 20 bis 30 Jahre hinweg systematisch den legalen Zugang zu EU-Territorium erschwert. Es ist für Menschen in prekären Lebenslagen unglaublich schwierig, überhaupt auf legalem Weg in die EU zu kommen, weil sie zum Beispiel keine Pässe haben, weil sie sich nicht an die Botschaften in ihrem Heimatland wenden können, aber auch, weil die Europäische Union das natürlich erschwert. Also es gibt zum Beispiel Beispiele davon, dass Visa für Syrer in dem Moment, wo der Krieg ausgebrochen ist und die Gewalt zugenommen hat, Visumsanträge enorm zurückgegangen sind. Also quasi wirklich ganz bewusst Menschen keine Visas mehr erteilt wurden,
Weil klar war, dass es wahrscheinlich ist, dass sie in Europa eventuell Asyl beantragen könnten. Das ist quasi nur ein Beispiel, wie das ganz bewusst genutzt wird, die Visa-Regime. Man kann eben nicht einfach nach Europa einreisen. Es gibt auch sogenannte Carrier Sanctions, sodass zum Beispiel Fluglinien, die Menschen ohne gültiges Visa nach Europa bringen, dann für diese Menschen unglaublich viel Geld zahlen müssen, also quasi für diese haften. Das heißt, die Grenzkontrollen sind de facto vorverlagert und externalisiert, die finden schon weit vor den europäischen Grenzen statt, sodass die Menschen gar keine Möglichkeit haben, auf legalem Weg nach Europa zu kommen. Und gleichzeitig wurden die Grenzkontrollen massiv verschärft. Es gibt viel Kooperation mit Drittstaaten, sodass es auch auf illegalen Weg quasi ohne gültiges Visum enorm schwer ist, inzwischen hierher zu kommen. Und deswegen sehen wir eben solche Szenen wie im Mittelmeer. Das sind nicht Menschen, die denken, es ist der beste Weg, ein Boot zu nehmen, sondern die für sich keine Alternativen sehen, nach Europa zu kommen. Also die EU kommt ihrer Verpflichtung nicht nach, sonst hätten wir die Situation, in der wir uns heute befinden, de facto so natürlich nicht. Die zivile Seenotrettung hat sich eigentlich erst, oder beziehungsweise Sea-Watch hat sich gegründet 2015, eben als eine gewisse Lücke im Mittelmeer sich aufgetan hat, in dem eben staatliche Akteurinnen sich zurückgezogen haben, in dem Menschen, die dort in Seenot geraten, sich selbst überlassen worden sind und in dem tatsächlich auch, wie eben schon betont worden ist, aktiv dagegen gearbeitet worden ist, dass Menschen überhaupt einen Fuß setzen können auf den europäischen Boden. Und damals war es eben so, dass sich verschiedene zivilgesellschaftliche Akteurinnen zusammengesetzt haben und gesagt haben, hier passiert etwas in unserem Namen, im Namen der europäischen Migrationspolitik, was wir so auf keinen Fall unterzeichnen können, und haben eigentlich gedacht, sie werden für einen kurzen Zeitraum diese Lücke füllen, die sich im Mittelmeer aufgetan hat. Dass wir jetzt 5 Jahre alt geworden sind, ist für uns nicht nur ein Armutszeugnis der Europäischen Union und ihrer Migrationspolitik, sondern eben auch überhaupt kein Grund, stolz zu sein auf unsere 5-jährige Existenz, sondern im Gegenteil eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir seit 5 Jahren uns eben genau für solche sicheren Fluchtwege stark machen und genau eben solche Dinge an den Pranger stellen, ohne dass tatsächlich etwas passiert ist. Im Gegenteil, auch das wurde gerade schon angerissen, es hat sich drastisch verschlimmert, die Situation, nicht nur im zentralen Mittelmeer, sondern eben auf allen Routen in Richtung Europäische Union.